Herzlich willkommen in der Ausstellung Kandinsky, Marc und der Blaue Reiter, die Herbstausstellung in der Fondation Bayerler in Rieden bei Basel. Es geht um die künstlerische Entwicklung von Wassily Kandinsky und Franz Marc, die eng verwoben ist mit einem Buch, das sie herausgegeben haben. Das Buch heißt Der Blaue Reiter. Der Blaue Reiter ist keine Gruppe oder keine Bewegung. Man malte nicht gemeinsam. Man machte auch kein gemeinsames Manifest, an das man sich hielt. Und man entwickelte kein gemeinsames Programm, sondern man machte dieses Buch als eine Art vielstimmigen Chor, der die Unterschiede und vielen Möglichkeiten einer Kunst klar machen sollte, die durch das, was Kandinsky die innere Notwendigkeit bezeichnet hat, zusammengehalten wird. Die Ausstellung bei uns, die so ein bisschen einen farbenfrohen Akzent setzen soll gegen die kühlere Jahreszeit, läuft bei uns vom 4. September 2016 bis zum 22. Januar 2017.